Ich will jetzt am Anfang weniger etwas zur Empirie der Euromaidan-Revolution und des russisch-ukrainischen Konfliktes sagen. Es gibt viel Medienberichterstattung jetzt über die Ukraine. Man schafft es kaum noch, selbst die Berichterstattung in den Qualitätsmedien in Deutschland zu verfolgen. Es gibt Sonderausgaben von Zeitschriften der Osteuropa, die Ukraine-Analysen und so weiter. Deswegen nehme ich mal an, dass die meisten von Ihnen über die wichtigen Themen hier schon einiges wissen, über die Fakten einfach, der kulturellen Spaltung, des russisch-ukrainischen Konfliktes, die ökonomischen, sozialen Probleme. Und ich will hier auch keine Spekulationen oder zur tiefen psychologische Spekulation zu Putin oder zur russischen Volksseele oder zur ukrainischen Volksseele machen, sondern versuchen zur Einführung einfach das, was heute in der Ukraine passiert, zu interpretieren und sozusagen darzustellen, wie man das aus meiner Sicht verstehen könnte. Der Vortrag heißt ja „Die Ukraine vor dem Zerfall“. Die Rolle Russlands und Europas. Und eigentlich ist meiner Ansicht nach der Begriff Zerfall vielleicht irreführend oder könnte irreführend sein, weil die Ukraine heute sich in einem Konflikt befindet, den sie selber nur beschränkt steuern kann, aus meiner Sicht. Ich werd das versuchen darzulegen, warum ich der Meinung bin, dass dieser Konflikt, der in der Ukraine stattfindet, ein von außen hereingetragener ist und weil die Ukraine im Grunde nur beschränkte Möglichkeiten hat, diesen Konflikt alleine zu lösen. Sie werden schon merken, dass ich mich nachher sehr auf die Rolle Russlands konzentrieren werde und ich sehe also sowohl, was den militärischen oder potenziellen militärischen Aspekt des Konfliktes angeht, eigentlich keine Chance für die Ukraine. Wenn es tatsächlich zu einem Krieg zwischen der Ukraine und Russland kommt, dann hat zunächst mal in der Anfangsphase, fürchte ich, die Ukraine keine Chance. Dafür sind die militärischen Ressourcen zu gering. Und auch im jetzigen Konflikt, den ich als paramilitärisch bezeichnen würde, steht die ukrainische Führung vor einem meiner Ansicht nach im Grunde unlösbaren Dilemma. Zum einen muss sie um ihre Legitimität zu beweisen, die Souveränität der Ukraine sichern. Sie hat das im Falle der Krim nicht getan. Sie hat die Krim einfach kampflos übergeben. Der Verteidigungsminister, ein Vertreter im Übrigen der ultranationalistischen Partei Swoboda, Freiheitspartei, ist infolge der Krim-Annexion entlassen worden, weil er eben die Krim kampflos übergeben hat. Das ist also eine Option, die für die ukrainische Führung, sowohl für das Land insgesamt als auch für die Führung, im Grunde nicht machbar ist, weil sie eben sozusagen die Souveränität und das Territorium des Landes abgibt. Andererseits ist die Niederschlagung dieses Aufstandes in der Ostukraine mit militärischen Mitteln eben auch sehr schwierig, wie man das jetzt zum Beispiel in Mariupol gesehen hat, wo also die Situation so aufgeladen ist und auch so eng an den Wohnhäusern, an den öffentlichen Städten, wo die Menschen leben und spazieren gehen und einkaufen und so weiter stattfindet, dass man hier also mit so einer sogenannten antiterroristischen Aktion im Grunde auch in ein Minenfeld schreitet, was dann eben das Land auch nur wiederum weiterspaltet. Ich bin der Meinung, dass der Begriff, der jetzt oft auftaucht, Bürgerkrieg im Zusammenhang mit der Ukraine, auch ähnlich wie Zerfall irreführend sein kann. Ich würde eher diesen Konflikt, diesen eben schon oft militärisch ausgetragenen Konflikt als eine Art hybriden Krieg bezeichnen, der tatsächlich zwischen Ukrainern stattfindet, aber eben nicht nur zwischen Ukrainern, sondern eben auch teilweise, dafür gibt es nun viele Indizien, Beweise, auch Vertretern auch aus Russland. Und deswegen müsste man eigentlich sagen, dass was eigentlich sozusagen der Ukraine droht, ist kein Zerfall in dem Sinne, sondern eine Zerlegung, Aufteilung
oder eben die Vernichtung des jetzigen ukrainischen Staates. Das ist die These, die ich hier vorstellen und werde. Die Gegenthese dazu, das ist, glaube ich, die populärere in Deutschland insbesondere, aber auch in anderen Ländern, die lautet, dass die Ukraine ein fehlkonzipiertes Land ist, ein künstliches Land, das quasi totgeboren ist, das noch nie richtig konsolidiert war, das eine abnorme, eine unproduktive oder eine extremistische Kultur hat, eine dilettantische Elite. Was man insbesondere in der russischen Medienberichterstattung hört, ist, oder was man da so rauslesen kann, ist, dass es quasi eine Causa Ukraine gibt, einen Sonderfall Ukraine, einen Ausnahmezustand Ukraine, der gelöst werden muss und der eben nur gelöst werden kann durch die Einmischung äußerer Mächte. Und die Worte, die da fallen in der russischen Propaganda, sind Putsch, Junta, Faschismus oder jetzt im Zusammenhang mit den Vorfällen in Odessa, also mit diesem mit dem Brand und den Toten, Dutzenden Toten in diesem Brand, Auschwitz. Die Ukraine ist nach dieser Interpretation quasi ein Opfer ihrer selbst, nicht? Und man muss nun also darüber nachdenken, wie man Hilfe der Ukraine, Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung stellen kann, damit dieses falsch konzipierte Land nicht auseinanderfällt. Ich denke, dass diese Interpretation, die viele Anhänger findet, auf einem Missverständnis beruht, auf einem Missverständnis, der sich hauptsächlich darauf gründet, dass die enorme Medienpräsenz, die die Ukraine jetzt hat, zusammenfällt, eben nun gerade mit ihrer Krise, mit dieser existenziellen Krise, die sie durchlebt und diesem Konflikt mit Russland, den sie durchlebt. Und dass für 23 Jahre vorher die Ukraine im Grunde im öffentlichen Diskurs Deutschlands und auch in der mentalen Landkarte vieler Deutschen ein weißer Fleck war. Es gab keine festen Reporter in der Ukraine. Die Ukraine wurde oft als, deswegen unter anderem oft als Absprengsel Russlands gesehen, folkloristisch aufgefasst, nicht das Land mit den beiden hübschen Boxern und der Frau mit dem Zopf, lustige Tänzer und Sänger, nicht auch gute Fußballspieler auch mal. Und diese sozusagen folkloristische Sicht der Ukraine hatte dann noch quasi eine dunkle Seite, die Ukraine unter dem Verdacht des Nationalismus, des Rassismus besonders deutlich geworden im Vorfeld der Europameisterschaften, der Fußball-Europameisterschaften, als es in der britischen, aber auch in der deutschen Presse eine Vielzahl von Warnungen gab über darüber, was den was farbigen Fußballfans drohen würde, wenn sie die Ukraine besuchen würden. Und in diese, das sozusagen, obwohl es die Ukraine der größte rein europäische Flächenstaat Europas ist, hat sie in gewisser Hinsicht gar nicht existiert. Für lange Jahre, für viele Beobachter im Westen, aber auch eben in Deutschland. Und diese Nicht-Existenz quasi auf der mentalen Landkarte, die spielt nun also in dieses Gefühl, dass die Ukraine im Grunde ein perspektivloses Land ist, nicht ein tief gespaltenes und in seinen Widersprüchen, sich nicht aus seinen Widersprüchen zu befreien, fähiges Land ist. Dazu kommt auch ein gewisser analytischer Dilettantismus, so muss man das sagen. Das ist vielleicht nicht mal so sehr ein Problem der Qualität der Ukraine-Analyse, sondern einfach ein Problem der Quantität der Ukraine-Analyse. Es gibt kein Forschungsinstitut in Deutschland, das sich mit der Ukraine befasst. Es gibt einen halben sprachwissenschaftlichen, ukrainisch-spezifischen, ukrainistischen Lehrstuhl in Greifswald. Es gibt kaum Politikexperten, etwas mehr Historiker. Und dadurch ist sozusagen auch was so alles herumgeistert, an Mythen über die Ukraine zu erklären, weil sich eben dann viele, so muss man das sagen, glaube ich, Dilettanten zur Ukraine äußern, einfach weil es wenige gibt, die sich intensiver mit der Ukraine befasst haben. Wie schon angedeutet, das kombiniert sich dann nun eben mit dieser Situation, diese relative Ignoranz, die wir lange hatten gegenüber der Ukraine, mit der jetzigen enormen Medienpräsenz zur Zeit einer
eines Ereignisses, das ich eine soziopolitische Revolution nennen würde. Im Gegensatz zur Orange-Revolution von 2004, denke ich, kann man bereits jetzt, was den Euromaidan und die Ereignisse danach betrifft, als Revolution bezeichnen. Das ist tatsächlich eine sehr tiefe Umgestaltung. Und das ruft nun eben das Zusammengehen dieser sozusagen langen Ignoranz gegenüber der Ukraine und der jetzigen Medienpräsenz in dieser besonderen Lage führt nun eben dazu, dass die Ukraine im Westen und auch in Deutschland im Wesentlichen als Krisenland wahrgenommen wird. Dazu kommt noch, dass diese Medienaufmerksamkeit sozusagen nochmal gehypt wird, nochmal erhöht wird durch die auch vorher eigentlich schon bekannte, aber nicht wahrgenommene Sicherheits- ja weltpolitische Bedeutung der Ukraine. Also sicherheitspolitische Bedeutung vor allen Dingen für Europa, nicht die Sicherheitsarchitektur Europas scheint im Bruch zu sein. Nicht der Staat löst sich auf. Es werden Grundprinzipien der Charta von Paris, viele andere Dokumente, der OSZE-Schlussakte und so weiter verletzt. Das ist die Europa- und sicherheitspolitische Bedeutung und dann auch die weltpolitische Bedeutung im Zusammenhang mit dem Budapester Memorandum von 1994, von dem Sie vielleicht gehört haben. Die Ukraine war also nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion die drittgrößte Nuklearmacht der Welt. Wenn man einfach nach der Anzahl der Sprengköpfe geht, hatte sie doppelt so viele Sprengköpfe wie Großbritannien, Frankreich und China zusammengenommen. Sie war damit immer noch wesentlich sozusagen schwächer als die USA oder Russland, aber sie war eine nukleare Supermacht. Sie konnte zwar diese Waffen nicht richtig, zu dem Zeitpunkt nicht richtig nutzen, aber sie hatte eben dieses enorme Potenzial. Und dann hat sie eben im Austausch gegen eine Garantie der Nuklearmächte dieses enorme Waffenarsenal abgegeben und sie hat heute keine Nuklearwaffen mehr. Und diese Garantie, die heißt eben Budapester Memorandum. Das wurde 1994 verabschiedet von den USA, Großbritannien und Russland. Später kamen dann noch als Nuklearmächte China und Frankreich dazu. Und in diesem Budapester Memorandum wurde der Ukraine sowohl Sicherheit vor ökonomischen Sanktionen als auch territoriale Integrität garantiert. Das hat im Grunde Russland schon vor der Krim-Annexion verletzt durch eine Vielzahl von ökonomischen Sanktionen gegen die Ukraine, die dem Budapester Memorandum widersprachen. Die markanteste Aktion war im August 2013 der fünftägige faktische Stopp aller ukrainischen Importe nach Russland mit enormen Verlusten, sowohl für die ukrainischen Exporteure als auch die russischen Importeure als Vorwarnung, was der Ukraine drohen würde, wenn sie das Assoziierungsabkommen mit der Europäischen Union abschließt. Und hier kommt nun also dazu, dass die Ukraine nicht nur dass sich mit der Ukraine nicht nur die Infragestellung der europäischen Sicherheitsarchitektur verbindet, sondern auch der Atomwaffensperrvertrag nun auf einmal im Zusammenhang mit der Ukraine ja sinnlos erscheint, weil solche Länder wie Pakistan, Nordkorea, Iran und so weiter, und viele andere Länder, die werden sich natürlich fragen, die dabei sind, die Bombe zu bauen oder die Bombe schon zu haben, die werden sich natürlich fragen, nicht, also was hat das jetzt für Konsequenzen, dass dieses Budapester Memorandum nicht mehr gilt? Nicht, also sozusagen das ist eben die weltpolitische Bedeutung der Ukraine-Krise, dass damit im Grunde die ganze Sicherheitsarchitektur der Welt, die Regelung der Nichtweiterverbreitung von Atomwaffen in Frage gestellt ist, weil die Message jetzt an alle Länder der Welt ist im Grunde, wenn du Atomwaffen hast, dann gib sie nicht ab. Oder wenn du noch keine hast, dann solltest du welche bekommen. Oder du solltest in ein Bündnis gehen, in dem jemand Atomwaffen hat, weil ansonsten könnte dir jemand ein Stück Territorium abknapsen und es würde überhaupt nichts passieren. Oder es würde ein paar Reisebeschränkungen geben für die verantwortlichen Politiker, wie das jetzt passiert ist. Das ist also und das verbindet sich nun auch mit der Ukraine und dadurch auch die Ukraine als Problemverursacher. Dann gibt es den schon erwähnten russischen Informationskrieg, der wird sicherlich von vielen
nicht ernst genommen oder nicht vollständig ernst genommen. Aber es gibt so ein russisches Sprichwort, Nyet dyma bez ognja. Es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Nicht? Und das ist eben genau die Taktik dieses Informationskrieges. Die Rhetorik Russlands ist hyperbolisch, alarmistisch, abstrus einfach nur. Da sind viele Enten auch einfach dabei. Aber die Strategie ist dahinter eben nie dimmer, wir sagen ja, kein Rauch ohne Feuer. Na, irgendwas wird schon hängen bleiben, nicht? Also, wenn vielleicht auch die jetzige Regierung nicht vollständig faschistisch ist, dann könnte man zumindest irgendwie sozusagen im westlichen Publikum die Idee verankern, dass Faschismus ein Grundproblem der Ukraine ist, nicht? Also ein gesellschaftliches Problem, und dass da also die Faschisten zumindest potenziell eine Gefahr darstellen. Und das kombiniert sich dann mit der westlichen und auch deutschen Neigung, in solchen Konflikten nach Äquidistanz zu suchen, nach Balanciertheit, beide Seiten zu hören. Ja, also irgendwie, alles hat zwei Seiten, es gibt immer zwei Meinungen, nicht? Und wenn man sozusagen dann diese hyperbolische, alarmistische Meinung auf der einen Seite hat und dann etwas anderes auf der anderen Seite, dann muss man da irgendwie sozusagen die Mitte finden. Das ist dann sozusagen was sich dahinter verbirgt, dass man versucht, die Mitte zu verschieben durch diesen Informationskrieg. Dann gibt es die Verquickung der europäischen und russischen Wirtschaft, nicht zuletzt auch der deutschen und russischen Wirtschaft, und die prominente Involviertheit dabei auch der einiger Politiker wie Gerhard Schröder als Vorsitzender des Aufsichtsrates von Nord Stream, Henning Foscherau, ehemals Bürgermeister von Hamburg, SPD-Bürgermeister von Hamburg, als Vorsitzender des Aufsichtsrates von South Stream, das ist das Projekt für eine Unterwassergasleitung durchs Schwarze Meer. Oder jetzt auch Platzek als Vorsitzende des Deutsch-Russischen Forum. Und auch hier tritt sozusagen die Ukraine als Störenfried auf, nicht? Also jetzt wegen der Ukraine gibt es jetzt auf einmal diese ganzen Zweifel an dieser Verflechtung. Das ist meiner Ansicht nach im Übrigen eine Fehlinterpretation, weil diese Zuspitzung jetzt im russisch-westlichen Verhältnis andere Quellen hat und als den russisch-ukrainischen Konflikt. Es gibt also unabhängig vom russisch-ukrainischen Konflikt ein enormes Anwachsen von Anti-Amerikanismus in Russland seit mehreren Jahren schon während der Jelzin-Zeit, aber dann insbesondere unter Putin. Und im Grunde war diese Zuspitzung im russisch-westlichen Konflikt meiner Ansicht nach ist nur verstärkt worden durch den russisch-ukrainischen Konflikt und wäre auch so ohne diesen speziellen Konflikt irgendwann gekommen. Dazu kommt dann auch noch, dass einige Politiker jetzt eben eingestehen müssen, dass ihr Politikansatz gescheitert ist. Das ist eben das späte Scheitern dessen, was man so als neue Ostpolitik bezeichnen könnte. Also die Wiederholung quasi der Politik der 70er Jahre im postsowjetischen Kontext. Und dass es einfach Politiker wie Schmidt, Eppler, Donani, Bahr gibt, die sozusagen aus dieser Tradition kommen und die jetzt quasi, dieses Konzept als gescheitert eingestehen müssten, aber dies wahrscheinlich nicht können, weil sozusagen ihre eigenen politischen Biografien damit verbunden sind. Und da ist sozusagen, könnte man sozusagen mit dieser Interpretation der Ukraine als Fehlkonstrukt der postsowjetischen Welt diese neue Ostpolitik quasi retten, nicht? Und sozusagen die Schuld für das Scheitern der Ostpolitik an diese Fehlkonstruktion Ukraine, die falsche Politik der Europäischen Union und NATO gegenüber der Ukraine schieben. Und dann gibt es eben auch, was gerade jetzt immer deutlicher wird in den letzten Wochen,
sozusagen, dass es ein Missverständnis, das jetzt wohl eigentlich zugestanden werden müsste, dass es ein Missverständnis der russischen politischen Kultur gab und dass die sogenannten Russlandversteher und Putinversteher eben gerade keine Russlandversteher und keine Putinversteher sind. Das verquickt sich dann auch mit quasi einem größeren deutschen Scheitern oder größeren deutschen Phänomen des Pazifismus und des Scheitern eben dieses pazifistischen Ansatzes, was nun also für den russisch-ukrainischen Konflikt und auch hier wird dann gerne die Ukraine als sozusagen als Sonderfall genommen, als Causa Ukraine, als Ausnahmezustand, der nun also erklärt, warum auf einmal Pazifismus und Russlandverstehen in Europa nicht mehr funktioniert. Es gibt jetzt also sozusagen eine Situation, die meiner Ansicht nach, und ich will hier die Ukraine keineswegs als Objekt betrachten, aber die tatsächlich meiner Ansicht nach objektiv erklärt werden kann und eigentlich wenig mit der Ukraine zu tun hat. Wenn man sich ansieht, also es ist eine generelle Krisensituation, in der die Ukraine war seit ihrer Entstehung 1991 und die sich bis heute fortsetzt. Und es gibt jetzt eine besondere Krisensituation, in der die Ukraine ist. Und beide diese größere, längere Krise und auch die heutige Krise haben meiner Ansicht nach nur beschränkt mit der Ukraine selbst, beziehungsweise mit ihrer Kultur, mit ihrer Geschichte, mit den Spezifika der Ukraine zu tun. Wenn man sich ansieht, die Voraussagen der Politologen Anfang der 90er Jahre, was passieren würde in den postkommunistischen Ländern, dann waren die sehr pessimistisch. Die damaligen Politologen haben gedacht, dass die postkommunistischen Länder, weil die aus dem Totalitarismus kommen, weil das keine ehemals autoritären, sondern totalitäre Staaten waren, sehr lange Zeit brauchen würden, um sich erfolgreich zu demokratisieren. Warum wäre es für diese Staaten so besonders schwierig, sich zu demokratisieren? Weil diese Staaten eben sich nicht nur demokratisieren müssen, sondern auch gleichzeitig den Übergang von der Plan zur Marktwirtschaft absolvieren müssen, weil sie sich von Halbkolonien oder Quasikolonien in unabhängige Nationalstaaten entwickeln müssen, weil sie eine Zivilgesellschaft faktisch von Null aufbauen müssen und weil sie sich auch international neu positionieren müssen. Das wurde dann genannt, diese besondere Herausforderung, das Simultaneitäts- oder Gleichzeitigkeitsdilemma. Die Simultaneität oder Gleichzeitigkeit dieser Transformation, das war damals die Theorie der Politologen, verdammte quasi die postkommunistischen Staaten zu einer sehr langen Transformation mit vielen Auf und Ab, mit Kriegen, mit autoritären Rückfällen, mit Wirtschaftskrisen und so weiter. Was also quasi natürlich gewesen wäre, weil eben diese Länder vor diesem Simultaneitätsdilemma stehen, dass es eben sehr schwierig ist, überhaupt Reformen durchzuführen. Aber wenn man so grundlegende Reformen gleichzeitig durchführt, dann steht man vor einem im Grunde unlösbaren Problem. Und so gab es dann auch ein Unmöglichkeitstheorem. Es gab sozusagen einige, die dann so weit gegangen sind, dass sie gesagt haben, die Reformen sind eigentlich unmöglich. Was dann allerdings passiert ist, oder vielleicht noch zur Illustration, im Grunde können wir auch, wenn wir auf die deutsche Geschichte, lasse ich die deutsche Geschichte jetzt mal raus, das wir wollen dann auch diskutieren. Was dann allerdings passiert ist, war in den mittel- und osteuropäischen Staaten, dass die sich erstaunlich schnell demokratisiert, transformiert und konsolidiert haben. Und dass heute Länder wie Polen oder Estland zu Musterschülern quasi der europäischen Integration zählen und dass eigentlich für viele dieser Länder diese Voraussage nicht eingetroffen ist. Und die Lösung dafür ist meiner Ansicht nach ganz klar und eindeutig und einfach. Das war die tiefe Involvierung der Europäischen Union in diese Transformationsprozesse. Die Europäische Union ist also sehr früh reingegangen mit Assoziierungsverträgen zunächst, dann mit der Mitgliedschaftsperspektive, dann mit der Kandidatur und schließlich dann mit dem Beitritt und hat diesen Ländern sehr schnell eine sehr klare Orientierung gegeben und sich auch erheblich engagiert. Und in den Ländern, in denen die Europäische Union das eben nicht gemacht hat, ist eben genau das passiert,
was die Politologen damals vorhergesagt haben. Und das sind eben so Länder wie die Ukraine, Armenien, Russland, Belarus, Moldova. Das sind eben genau diejenigen Länder, die außen vor geblieben sind in den ersten Erweiterungswellen und vor allen Dingen, die nicht mal, also ich würde gar nicht mal so sehr auf die Erweiterung, auf den Beitritt, den die, die den Akzent legen, sondern vielmehr das, was davor kommt. Der Assoziierungsvertrag, die Beitrittsverhandlungen, die Mitgliedschaftsperspektive, die Konditionalität, also dieser ganze Prozess, der vor dem Beitritt kommt. Man kann das sehr schön sehen am, an der Türkei. Nicht? Die Türkei ist heute, also jetzt gerade ist, es, ist sie wahrscheinlich wieder in einem Regressionsprozess, aber wenn man die Türkei über die letzten 50 Jahre betrachtet, dann kann man von einer Erfolgsgeschichte sprechen, von einer, also was die Modernisierung der Türkei angeht, die, die Demokratisierung. Das ist sicherlich alles relativ zu sehen, aber wenn man es im Kontext der, der türkischen Geschichte sieht, ist das sicherlich ein enormer Fortschritt und der ist erreicht worden, meiner Ansicht nach, durch die Einwirkung der Europäischen Union oder früher der europäischen Gemeinschaften auf die Türkei. Die Türkei hat also seit 1963 einen Assoziierungsvertrag und die Mitgliedschaftsperspektive ist seit 1995 in einer Zollunion mit der Europäischen Union und die Europäische Union hat es vermocht, die Türkei ganz wesentlich zu liberalisieren, zu modernisieren, zu demokratisieren, ohne dass überhaupt klar ist, ob die Türkei jemals Mitglied werden wird. Nicht? Also es gibt zwar eine Mitgliedschaftsperspektive, es gibt auch Beitrittsverhandlungen, aber trotzdem ist, ist für mich zumindest immer noch unklar, ob die Türkei je Mitglied werden wird. Und sozusagen diese, diese, dieser Vorlauf, den fehlt sozusagen denjenigen Ländern Osteuropas, die, die eben nicht in diese, in diesen Track hineingekommen sind, in dem so Länder wie Polen, Tschechien, die Slowakei, Ungarn, die baltischen Länder gewesen sind. Und so konnten wir jetzt eben auch, übrigens hat es von Anfang an auf Seiten der Ukraine diesen Wunsch gegeben, an diesem Prozess teilzunehmen. Noch vor dem formalen Zusammenbruch der Sowjetunion, Ende 1991, im Dezember 1991, hat die Verkhovna Rada, das, das Parlament der Ukraine, eine Deklaration angenommen, in der die europäische Integration bereits als Ziel festgehalten ist. Ja? Also die, die Ukraine wollte sozusagen immer an diesem Prozess teilnehmen. Sie wäre gerne so behandelt worden wie, wie Polen oder wie Rumänien. Ist, Bulgarien sind vielleicht die, die besseren Beispiele hier. Serbien, die sind vielleicht Länder, die in gewisser Hinsicht ähnlicher sind der, der Ukraine als, als, als Polen. Sie wollte das, aber das ist lange nicht passiert. Und das ist dann eben erst passiert, als dann als dann die Europäische Union angefangen hat, das postsowjetische Osteuropa, und mit postsowjetisch meine ich eben die ehemaligen Republiken der Sowjetunion, also nicht das äußere, sondern das innere Imperium der Sowjetunion, als Teil Europas zu betrachten und dann eine besondere Politik auch entwickelt hat. Mit den Aktionsplänen für die osteuropäischen Staaten, mit der Ostpartnerschaft, Ostpartnerschaft ab 2009 und dann insbesondere mit den sogenannten, muss man sagen, Assoziierungsverträgen für Moldova, Georgien, die Ukraine und bis zu einem gewissen Zeitpunkt oder bis vor einem halben Jahr auch für Armenien. Diese Assoziierungsverträge sind im Grunde diese Bezeichnung ist im Grunde falsch, weil diese Assoziierungsverträge weit über das hinausgehen, was frühere Assoziierungsverträge den Ländern angeboten haben, die sich eben mit der Ukraine, mit der Europäischen Union assoziiert haben. Das sind im Grunde Verträge, die darauf hinauslaufen, dass wenn diese Verträge vollständig erfüllt sind, diese Länder weitgehend Teil des europäischen Rechts- und Wirtschafts- und Werteraumes sind, ohne Mitglied zu sein. Das sind Verträge, die weit über das hinausgehen, was die mittelosteuropäischen Staaten Anfang der 90er Jahre mit der Europäischen Union abgeschlossen haben. Das waren die sogenannten Europa-Abkommen. Und diese Assoziierungsverträge mit diesen Ländern, Moldova, Ukraine, Georgien, die jetzt paraffiert sind mit diesen Ländern und demnächst wohl abgeschlossen werden, die gehen auch über das hinaus, über die Assoziierungs- und Stabilisierungsverträge für die Westbalkanstaaten hinaus. Kurioserweise muss man sagen, weil die Westbalkanstaaten eine Mitgliedschaftsperspektive haben. Sie haben aber trotzdem kleinere Verträge bekommen
als jetzt Moldova, Georgien und die Ukraine. Also meine These ist einfach, dass solche posttotalitären Staaten, wenn sie keine bedeutende, intensive Hilfe von außen bekommen, sehr schlechte Chancen haben, erfolgreich zu demokratisieren. Und das ist eben genau das Ergebnis, was wir haben im post-sowjetischen Raum. Sozusagen die Grenze zwischen Demokratie und Autoritarismus und auch zwischen Stabilität und Instabilität verlief bis vor kurzem, muss man sagen, bis zu dem Augenblick, wo eben diese Assoziierungsverträge dann zur Paraffierung gekommen sind und dann auch der Visa-Prozess eingesetzt ist, verlief eben genau zwischen den EU-Mitgliedstaaten und den Ländern, die nicht nur keine EU-Mitglieder sind, sondern eben auch bis heute keine EU-Mitgliedschaftsperspektive haben. Und jetzt vielleicht doch nochmal zu Deutschland. Wir können das in Deutschland im Grunde sehen. Ich weiß nicht, ich bin kein Historiker Deutschlands, ich unterrichte so ein bisschen deutsche Geschichte. Aber ich habe meine Zweifel, dass ohne ausländischen Einfluss die Demokratisierung Westdeutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg so erfolgreich gewesen wäre, wie sie dann war. Und ich selbst komme aus Ostdeutschland und ich habe auch meine Zweifel, dass die Modernisierung und Demokratisierung Ostdeutschlands so erfolgreich gewesen wäre nach 1989, wie sie denn war, ohne diesen äußeren Einfluss. Das ist also meine Interpretation der größeren Krise der Ukraine, in der sie sich heute befindet. Und nun noch kurz, wenn ich noch ein paar Minuten habe, zur heutigen Krise. Warum bin ich der Meinung, dass das im Wesentlichen eine von außen hereingetragene Krise ist und keine innere Krise der Ukraine? Weil wenn es eine innere Krise, wenn es sozusagen ein gespaltenes, ein falsch konzipiertes Land gibt, ein nicht lebensfähiges Land gibt, dann hätte das, was wir heute beobachten, Separatismus, Bürgerkrieg, Annexion und so weiter, im Grunde vor 23 Jahren passieren müssen. Wie es in vielen postkommunistischen Staaten auch passiert ist, vor circa 25, 23, 20 Jahren. Das, was wir heute in der Ukraine beobachten, war in gewisser Hinsicht die Regel im postkommunistischen Raum nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und Jugoslawiens. Ja, die Beispiele kennen Sie sicherlich, das offensichtlichste ist Jugoslawien. In Moldova gab es Krieg, im Nordkaukasus gab es Krieg, in Tschetschenien, im Südkaukasus gab es Krieg, mehrere Kriege zwischen Aserbaidschan und Armenien, innerhalb Georgiens, in Zentralasien gab es Krieg. Und die Ukraine war eigentlich eine Ausnahme für lange Zeit, bis vor kurzem. Obwohl es auch in der Ukraine, so hätte man meinen können, dieses Potenzial für Bürgerkrieg und Separation, eingefrorene Konflikte, Staatszerfall gegeben hätte. Tatsächlich ist das aber nie passiert. Und es ist eben erst jetzt passiert und es ist in verdächtiger Nähe passiert zu dem Euromaidan, in verdächtiger Nähe zur Annexion der Krim und so weiter. Es hätte im Grunde auch passieren müssen Mitte der 90er Jahre, als es eine Hyperinflation in der Ukraine gab. Das wissen nur wenige, aber die Ukraine hat Mitte der 90er Jahre, soweit ich das sehen kann, eine der tiefsten Krisen, Wirtschafts- und sozialen Krisen erlebt, die überhaupt je ein europäisches Land erlebt hat. Das war also eine tiefere Krise damals, als sie Russland erlebt hat, zur gleichen Zeit. Der Wirtschaftsabfall, wenn Sie sich die Statistiken ansehen, und ich lasse mir das auch erzählen in der Ukraine von den Ukrainern, die das durchlebt haben, der war dramatisch, schlimmer noch als in vielen anderen Sowjetrepubliken. Auch damals hätte es im Grunde viel Potenzial gegeben für Krieg, für Unzufriedenheit und für Auseinanderbrechen. Das ist aber nicht passiert. Es ist auch zu keinem Auseinanderbrechen der Ukraine gekommen während der Orange-Revolution. Die Orange-Revolution glich in vieler Hinsicht dem Euromaidan. Auch da ging es nicht nur um Demokratie, es ging natürlich auch um das nationale Projekt, um die Schaffung einer ukrainischen politischen Nation. Es ging auch dort um Fragen wie
europäische Integration, um Positionierung der Neupositionierung der Ukraine international. Kurioserweise hat es aber wegen der Orange-Revolution nicht mal Verletzte gegeben. Nicht? Und das war sozusagen, die Orange-Revolution war eine nochmalige Bestätigung dieses eigentlich friedlichen Konfliktlösungsmusters, was für die gesamte post-sowjetische Geschichte der Ukraine charakteristisch war. Trotzdem es diese enorme Anspannung gab, trotzdem es Hunderttausende, Millionen Menschen auf den Straßen gab während dieser drei Wochen damals in bitterer Kälte, hat es nicht mal Verletzte gegeben, geschweige denn Tote. Es hätte im Grunde zum Schluss der Präsidentschaft Juschenkos ein Auseinanderbrechen der Ukraine geben müssen. Juschenko hat in den letzten Monaten seine Präsidentschaft einer meiner Ansicht nach unverantwortliche Politik eines, ich würde es galizischen Nationalismus nennen. Er hat also auf einmal Töne angeschlagen, die man vorher von ihm nicht gehört hat. Er ist auf den nationalistischen Diskurs eingestiegen. Der Höhepunkt war dann schließlich 2010 zwischen den beiden Wahlgängen der Präsidentschaftswahlen, bei denen dann Janukowitsch gewählt wurde, war dann die Verleihung des Titels des Helden der Ukraine an Stepan Bandera, posthum. Also das wäre sozusagen auch ein Anlass gewesen für das Auseinanderbrechen der Ukraine. Nicht? Das war sozusagen vom Präsidenten durchgeführte Nationalisierung der Politik. Auch da ist es nicht ist überhaupt zu gar keine Ausschreitung mit Verletzten oder mit Toten gegeben. Oder warum hat es kein Auseinanderbrechen der Ukraine während der Weltfinanzkrise gegeben? Auch das wissen nur wenige, dass die Ukraine eines derjenigen Länder war, die am meisten unter der Weltfinanzkrise von 2008, 2009, 2010 gelitten haben. Nicht? Also ein 15% Bruttosozialproduktfall, ein größerer Abfall noch der Industrieproduktion, eine weit stärkere Krise als hier in Deutschland zum Beispiel gegeben hat. Das wäre auch ein Moment gewesen, wo die Ukraine hätte zerfallen müssen. Aber sie tat es nicht. Und das scheint mir nun eben darauf hinzuweisen, dass der Konflikt und der Zerfall, den wir heute beobachten können oder der sich andeutet und der vielleicht auch passieren wird, tatsächlich von außen heraus herangetragen wird. Und vielleicht noch was kurz zum zur Rolle Russlands. Es gibt hier meiner Ansicht nach noch ein weiteres Missverständnis, dass dieser Konflikt um die Ukraine gesehen wird als ein Konflikt zwischen Ländern, zwischen Gesellschaftskonzeptionen, zwischen Zivilisationen, Europa, Eurasien, Europäische Union, Eurasische Union, nicht, also Russland und sozusagen die russische Sorge um Russen außerhalb Russlands. Meiner Ansicht nach hat der ganze Konflikt, den wir heute in der Ukraine beobachten, herzlich wenig mit Ideologie überhaupt zu tun, sondern er hat hauptsächlich etwas mit dem putinschen Regime zu tun und mit der Art und Weise der Legitimation dieses Regimes. Das putinsche System war von 1999 bis 2009 auch schon autoritär, weniger autoritär als heute, aber auch schon autoritär. Und das hat sich damals legitimiert, leistungsbasiert. Das war also ein System, was existierte zu einer Zeit, als die Energiepreise weltweit stiegen und enorme Mengen an Geld in die russischen Staatskassen flossen und auch in die russische Ökonomie flossen. Damit war im Grunde vollkommen egal, welches politische Regime Russland hat. Das hat sich dann geändert mit der Weltfinanzkrise und seitdem ist sozusagen dieses putinsche System in Frage gestellt. Das hat sich dann geäußert 2011 in den beginnenden Protesten. Und als Ausweg quasi, als neue Legitimation eines autoritären Regimes, das also nicht durch demokratische Wahlen legitimiert ist, kommt Putin dann mit dem Projekt einer Eurasische Union, die 2015 geschaffen ist. Und das Schlüsselland für diese Eurasische Union ist die Ukraine. Ohne die Ukraine ist die Eurasische Union nur Russland plus. Russland plus Belarus, Russland plus Kasachstan, vielleicht noch Russland plus Armenien, Kirgisistan. Und
mit dem Sieg des Euromaidans, dann im Februar dieses Jahres, scheitert dieses Projekt. Und dann stellt sich sozusagen für Putin die Frage, wie legitimiere ich nun mein Regime? Also durch demokratische Wahlen wohl nicht, das ist zu riskant, sondern durch andere Dinge. Und dann kommt nach diesem großimperialen Projekt, so würde ich das nennen, die Eurasische Union, ein quasi kleinimperiales Projekt, ein Sammeln der russischen Lande, eine Rettung der Russen in diesen russischen Landen, die Russen sozusagen als Sammler ihrer Lande und als Retter ihrer Volksgenossen außerhalb der Grenzen Russlands. Und das ist sozusagen meiner Ansicht nach diese Funktion der äußeren Expansion für die innere Stabilität von Putins Regime ist meiner Ansicht nach der Schlüssel zur Lösung dieses Konfliktes. Also man kann mit der Ukraine so viel machen, wie man will. Wenn Putin sich nicht zurückzieht, dann wird er hat die Ressourcen dazu, dieses Land zumindest sehr instabil zu halten, wenn nicht auseinanderfallen zu lassen. Und hier wäre dann sozusagen auch der Westen gefragt, der entsprechenden Druck ausüben könnte auf Putin. Danke. Ja.